Nächster 1, 2, 3, 4, 5. Nächster 1, 2, 3, 4, 5. Nächster 1, 2, 4, 5. Nächster 1, 2, 3, 4, 7. Verarscht. Nächster 1, 2, 3, 4, 5. Nächster 1, 2, 3, 4, 5. Nächster 1, 2, 4, 5. Nächster 1, 2, 3, 4, 5. Nächster. Alter, wir sind aber auch tief runtergekommen hier. Das ist ja der Oberhammer. Wie tief geht das hier noch runter jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Nächster. 1, 2, 3, 4, 5. Nächster. 1, 2, 4, 5. Nächster. 1, 2, 3, 4, 5. Nächster. 1, 2, 3, 4, 5. Nächster. Alter, hier muss doch gleich mal Ende sein. 1, 2, 3, 4, 5. Nächster. 1, 2, 4, 5. Nächster. 1, 2, 3, 4, 5. Nächster, auch so eine Folge muss es mal gehen, geben, wieder mal. Immer wieder dabei sein, immer wieder aufs Neue. Das haben wir da jetzt gefunden. Kupfermünze und sonst hat der gedroppt nichts. Schade. Los, stopp, schade. So. 1, 2, 3, 4, 5. Nächster. Ich mag das Ding. Habe ich das schon mal gesagt? Das ist, ich finde es einfach klasse. So richtig schön. Ah, schießen und Gegner tot. 1, 2, 4, 5. Nächster. 1, 2, 3, 4, 5. Nächster. 1, 2, 4, 5. Nächster. 1, 2, 3, 4, 5. Es glüht da unten so. Nee, dann so. 1, 2, 4, 5. Nächster. 1, 2, 3, 4. Ja, das wäre jetzt schon blöd, wenn ich das mache. 5. Ach, da haben wir Fackeln angebracht. Wann haben wir das dann gemacht? So, jetzt wohnen wir aber erstmal eine Runde tiefer. Da sind die Dinger. Und dann müssen wir jetzt hier immer so uns wieder nach unten bauen. Schön mit der Leiter. Und irgendwann kommen wir dann wieder zu 1, 2, 3, 4, 5. Nächster. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt gerade so erzählen soll hier. Ihr könnt mir ja auch gerne mal ein paar Themen vorschlagen. Zum Beispiel, was haltet ihr von Retro-Games? Also das ist... Ich finde die Dinger immer wahnsinnig... Ja, jetzt hätte ich mich fast hier ganz schön verbaut, wo ich gerade am Erzählen bin. Retro-Games, finde ich persönlich, sind auch mit die schönsten, weil da sind einfach für mich Erinnerungen mit verbunden. Einige sagen jetzt, oh, diese alten Scheißdinger, die Grafik war zum Heulen, aber... Ja, kann man so sagen. Allerdings, das Gameplay war besser als bei vielen anderen Spielen, die es heute so gibt. Aber wenn man da manchmal sieht, was da einige Leute sich zusammengeschustert haben an genialen Spielideen, die es da damals gab... Wenn jetzt die ganzen Firmen jetzt nur noch von EA aufgekauft werden und dann gegen die Wand gefahren werden, wie das jetzt mit LucasArts auch passiert ist, die ja damals Day of Tentacle rausgebracht haben zum Beispiel und andere schöne Adventures. Aber, naja, da möchte ich mich jetzt lieber nicht weiter drüber aufregen, sonst wird das hier nämlich nicht mehr jugendfrei und das wollen wir ja alle schließlich. Aber das ist echt nicht schön gewesen, was die da mit LucasArts gemacht haben. Also wer es nicht mitgekriegt haben, die haben da jetzt quasi alles rausgezogen, was sie haben wollten. Und dann haben sie den ganzen Laden einfach mal dicht gemacht. Und deswegen, naja, das ist nicht so schön. Aber man sollte so einen Laden mit so einer... Haben die das damals nicht auch mit Blue Byte gemacht von Siedler? Oder ist das jetzt Ubisoft? Gehören die jetzt auch mit dazu? Weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls, es gibt so große... Spiele schmieden, die irgendwie jeden Scheiß aufkaufen, sich den Kram rausziehen, was sie haben wollen, den Namen, jetzt noch nicht mal das Spielsystem, aber die kaufen denn den Namen der Spiele, so ist das ja auch mit Siedler passiert. Und, naja, dann machen sie mit dem Namen, machen sie quasi ein Spiel, was überhaupt nichts mehr mit dem Original zu tun hat, freuen sich dann Keks, dass alle Leute sich drüber freuen, dass ein neuer Teil dieses Spiels rauskommt, bis sie dann merken, oh, das hat gar nichts mehr damit zu tun. Also was da jetzt Siedler Erbe eines Königreichs, Leute, das hatte doch nichts mehr mit Siedler zu tun, mal jetzt ernsthaft. Das war doch einfach nur unter aller Sau. Da stand Siedler drauf und das war's. Sowas kann man doch nicht machen. Was sie gut hingekriegt haben, was ich allerdings da sagen muss, ist hier das neue XCOM, der neue XCOM-Teil. Auch wenn ich da kläglich bei versagt habe im Let's Play, aber da kam die Stimmung zumindest gut rüber, muss ich sagen. Also das hat mir echt gefallen. Wo haben wir die Steinblöcke? Da haben wir Steinblöcke.
Jetzt habe ich Honk natürlich nicht genug Steinblöcke mitgenommen. Soll heißen, ich muss hier mal ein bisschen was rausschlagen. So, und können wir hier dicht machen und dann geben wir jetzt hier die nächsten Steinblöcke aus. Dann müssen wir jetzt hier erstmal wir uns in die Tiefe graben. Bin ja mal gespannt, wie lange das dauert, bis wir jetzt hier auf den Grund kommen. Da muss doch immer mal Ende sein. Ich weiß gar nicht jetzt, wie viel hier überhaupt noch kommt, aber irgendwann muss ja mal Lava kommen hier. Und unter der Lava geht es ja eh nicht weiter, weil durch die Lava kann man sich nicht durchbauen. So, jetzt können wir uns natürlich jetzt nicht damit zubauen, sondern mit den Steinblöcken würde ich das gerne machen. Das sieht nämlich besser aus. Ich finde das klasse hier, mit diesen Raketenstiefeln. Also, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber ich mag die. Ist klasse. Klar habe ich das schon mal gesagt. Öfters. 5, 8, 9, 12 und 20 Mal. Mindestens. Jetzt hatte ich auch gerade die ersten 100 Likes auf meiner Facebook-Seite. Vielen Dank, Leute, dass ihr mich so lange ausgehalten habt. Da kommt Lava. Ich sehe Lava. Ist das geil. Lava. Damit müssen wir jetzt mal was bauen können mit der Lava. Das wäre mal was. Bombe. 4 Stück. So, anhand dessen, dass wir da jetzt Lava haben. Ich kann jetzt ja mal gleich was ausprobieren. Wir haben jetzt ja gerade hier so kostengünstig Wasser rumstehen. Das können wir jetzt ja mal in die Lava kippen und gucken, was passiert. Obsidian entsteht, glaube ich. Das ist ja mal klasse. So, dann möchte ich jetzt noch mehr Obsidian haben. So, haben wir das. Theoretisch müsste ich mich jetzt hier eigentlich runterbauen können zum Obsidian. Und das versuchen können abzubauen. Können wir ja mal gucken. Ja, den kann ich hiermit jetzt natürlich nicht zerschroten. Gut, dann müssen wir das lassen. Dann müssen wir den da so lassen, wie er ist. Und dann können wir jetzt hier dicht machen. Und dann können wir hier weiter runterbauen. Aber wir haben zumindest bewiesen, es ist Obsidian, was dabei rauskommt. Wer jetzt nicht weiß, was Obsidian genau ist, ja, ich würde sagen, das guckt euch am besten bei Wikipedia an, weil erklären kann ich das jetzt auch nicht genau. Bei Minecraft ist das eben so, wenn Wasser und Lava zusammenkommen. Hier bei Terraria ist es genauso. Also das wird wohl irgendwie Vulkangestein sein. Aber was da jetzt genau das Besondere dran ist, warum das jetzt kein Bimstein ist. Also Bimstein ist ja auch Vulkangestein. Der ist nur anders abgekühlt oder ich weiß es nicht genau. Korrigiert mich, wenn ich da irgendwie falsch liegen sollte, aber ja, kann immer wieder einer in den Klugscheißer-Modus anschmeißen. So, da möchte ich jetzt hier nämlich alles raufkippen. Sekunde, damit ich hier an das Gold rankomme. Haben wir jetzt eine kleine Pipeline hier jetzt gebaut und dann lassen wir das da ab, lassen wir das da alles hin und dann ist das alles schick. So, ich möchte jetzt hier nämlich den gottverdammten Goldklumpen-Gedöns haben hier. So, Golderz sollte man nie unterschätzen. Das ist, nehmen wir auch wieder raus. So, und dann müssen wir irgendwann echt mal einen Arsch voll Fackeln machen, um dann hier unseren Schacht so weit auszuleuchten. Also das ist jetzt hier noch nicht ganz unten, das geht hier noch tiefer. Rechts sehe ich schon wieder Dämoniterz, ist natürlich auch sehr schön. Dann werden wir auch uns gleich mal rübergraben da irgendwie. Den möchte ich nämlich mitnehmen. Den Erzader. So, noch ein Stück tiefer und dann können wir uns nach rechts rüber arbeiten. Das ist eine äußerst spannende Folge, wie man hier heute wieder sieht. Wir arbeiten uns quer in die Tiefe. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich damit jetzt schon verbracht habe, aber es wurde ja auch von euch mit entschieden, dass wir das alles onscreen machen und nicht offscreen. Und wenn ihr dann so leiden wollt, dann, ja, ne? Sollt ihr es auch bekommen. Ich tue ja fast alles, was meine Zuschauer von mir wollen. So, und dann sind wir jetzt hier auch schon drüben. Ach, jetzt haben wir ja auch noch Schlickblöcke dazwischen. Ach du Schreck. Naja.
Hier drüben sind auch wieder irgendwelche wilden Edelsteine im Pflaster drinne. So. Topaz ist das. Ist da sehr schön. Weiß wir immer noch nicht, wozu die Dinger gut sein sollen, aber für irgendwas werden sie gut sein. So, machen wir hier erstmal wieder dicht. Dann rupfen wir hier das Dämoniterz raus und dann, oh Wunder, geht es weiter in die Tiefe. Dämoniterz, 4 Stück, sehr schön. So, hier wieder dicht. Und dann geht er weiter in die Tiefe. Wer hätte es erwartet? Wer hätte es erwartet? Ich würde jetzt gerne dieses Item haben, womit man seine Tiefe bestimmen kann. Das wäre bestimmt jetzt wahnsinnig praktisch. Was blinkt denn da unten immer so? Ist das auch schon Lava? Da sind auch ein paar Torpanten hier, die können wir auch gleich mitnehmen. Und ich weiß ja, die Mehrzahl von Topaz ist nicht Torpante, aber... wen interessiert's? So, halt, der muss raus. Ich möchte von hier hinten aus alles gleich zumachen. Jetzt haben wir ja genug Steinblöcke. Ich glaube, Steinblöcke haben wir jetzt echt erstmal reichlich und genug. Ich weiß nicht, was wir da jetzt noch groß draus bauen können. Die Idee, was man jetzt so mit 98.000 Stacks Steinblöcken hier machen könnte, dann schreibt's mal bitte in die Kommentare, was man da so... was man hier zu bauen... Ach, das ist wieder Lava, die da unten vor sich hin blinkt. Ich muss echt mal gucken im Map-Editor, wie weit wir jetzt noch müssen. Könnte ich ja eigentlich gleich mal kurz die Aufnahme unterbrechen, um dann nachzusehen. Und euch dann gleich damit zu schocken, dass wir wahrscheinlich noch nicht mal halb durch sind. Ich glaube, das werde ich jetzt auch erstmal kurz machen. Oder? Nee, ich baue jetzt hier erstmal weiter. Das mache ich dann bei der nächsten Aufnahme, da werde ich dann nachgucken, wie weit es denn noch ist. Und dann, ja, die waren jetzt äußerst kraftvoll hingesetzt an der Stelle, wo sie gar nicht hingehören. Da können wir aber runter. Dann machen wir hier dicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was passiert, wenn wir jetzt hier Lava mit, durch Lava durch müssen. Dann müssen wir ja eigentlich irgendwie... Obsidian müssen wir dann erstmal abbauen. Das dürfte auch noch interessant werden. Denn ich denke nämlich, da unten fängt das jetzt schon an rumzublinken, wie blöde. Da wird wohl Lava sein. Und so wie ich das sehe, nämlich direkt bei uns im Weg. So sieht das jetzt nämlich von hier aus zumindest schon mal aus. Da ist so ein alter Helmfutzke da unten. Ja, das ist Helmfutz gegeben. Ist das ein Blumenpott? Nee, das sieht nur so aus. Das ist ein Erdblock. Das ist ein Fachausdruck, Helmfutzke. Das muss so. So, jetzt muss ich doch gleich einmal unterbrechen, um zu sehen, wie wir hier durch den Obsidian durchkommen, wenn das ein Obsidian ist. Da muss einer rein und dann würde ich sagen, jetzt gehen wir erstmal bis zu dieser Stelle hier. Und von jetzt werde ich einmal kurz hier, jetzt werde ich kurz unterbrechen, guck mal nach, wie wir durch den Obsidian durchkommen. Und ich gucke auch kurz im Map-Editor, weil ich da eh schon so gegangen bin. Bis gleich. Ja, und da ist er auch schon. Und was für Nachrichten hat er? Meine Güte. Wir werden für das Obsidianabbau, werden wir eine Albtraum-Spitzhacke werden wir dafür benötigen. Dafür müssen wir allerdings Weltenfresser erstmal beschwören. Dafür brauchen wir Ekelpulver, was wir von der Dryade kaufen können bei Blutmond oder selbst herstellen können an der Alchemiestation mit Hilfe eines Ekelpilzes, wovon wir glaube ich auch ein paar haben. Beschwören lässt sich der allerdings nur im Pestilenzbereich. Und wir müssen eben dieses Ekelpulver müssen wir haben. Ich glaube 15 oder 30 Stück davon. Und wir müssen haben verfaultes Fleisch. Dafür müssen wir zu einem Dämonenaltar, der auch in dem Fäulnisbereich eben ist, den wir unterirdisch da auch schon ein paar Mal gesehen haben, wo ich mir gefragt habe, meine Güte, wozu ist der Scheiß?